was Herr Bachmann also andeuten wollte, dass irgendwie so eine Food Revolution im Markt stattfindet. Ja? Vor 20 Jahren, wenn man dann einen Bewerber fragte, was kennen Sie denn oder was interessiert Sie denn? Ja, ich finde das so super, dass im Lebensmittelmarkt so viel passiert. Und dann fragt man ja, welche Innovationen kennen Sie denn? Und dann kam nichts. Ja. So, und wenn dann jemand wirklich gut vorbereitet war, dann sagte der Red Bull. Und das war's. Ja, und das ist jetzt anders, ja, weil genau, wie Sie auch vorhin sagten, das ist das Thema Auseinandersetzung mit Lebensmitteln ist eigentlich viel relevanter geworden. Und wir haben uns, haben den Markt gesehen, haben das so eingeschätzt, es findet eine Food-Revolution statt. Und wollen wir da jetzt zuschauen oder wollen wir Teil dessen sein? Herzlich willkommen zum OMR-Podcast, heute aus Düsseldorf, wobei eigentlich Emmerich korrekter wäre, denn dort sitzt seit vielen Jahrzehnten, ich glaube schon seit fast einem Jahrhundert bald, oder so länger als einem Jahrhundert, meine ich, die Firma Katjes und alles, was da so zugehört. Und zu Gast bin ich bei entsprechend den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern von Katjes. Das ist zum einen der Tobias Bachmüller und zum anderen der Bastian Fassin. Hi. Hi. Willkommen. Danke für die Einladung. Obwohl es eigentlich Ihre Familie ist, Herr Fassin, die das Unternehmen sozusagen initiiert hat vor vielen Jahren, sind Sie eigentlich, Herr Bachmüller, derjenige, der schon länger dabei ist, ne? Nö, glaube ich nicht. Herr Fassin ist, glaube ich, seit 1972 dabei und ich erst seit 1996. Okay, also qua Geburt sozusagen. Nee, ja, aber das war, er war auch schon immer früh interessiert, wenn ich seinem Vater Glauben schenken darf, sehr früh interessiert. Das heißt, er war auch schon immer früh gedanklich dabei. Aber es war von vornherein klar, dass dafür auch eine gewisse Ausbildung und Fremderfahrung und Studium und so weiter nötig war. Als ich gekommen bin, war es schon absolut klar, dass Herr Fassin auch in die Firma kommen würde, wenn er diese von mir beschriebenen Erfahrungen gemacht hätte. Es war von vornherein klar. Also das heißt, Ihre Reise ist schon auch dann gemeinsam recht lang? Ja, fast 20 Jahre, ja. Aber Frühjahr, glaube ich, 20, passt das? Aber einmal ganz kurz für alle, die jetzt zuhören, zum ersten Mal so Katjes mal tiefer verstehen wollen. Ich meine, man kennt es ja sozusagen aus Supermärkten, Tankstellen, Partys, irgendwo Katjes. Aber es ist ja eigentlich gar nicht als Süßigkeitsunternehmen entstanden, sondern es ging, glaube ich, irgendwie um so Tierschutzmittel früher in der Jahrhundertwende so ungefähr. Also ich habe aber wirklich sehr in der Geschichte gesucht. Also effektiv war es so, dass man früher so pharmazeutische Produkte gemacht hat und auch irgendwie Produkte, um Fliegen zu fangen. Und das Hauptproblem war nur, dass diese Fliegen eben nur im Sommer flogen. Und da hat man überlegt, was machen wir denn im Winter? Und dann kam man dazu, dass man sagte, ja, dann machen wir doch am besten Halspastillen. Und dann war mein Großvater zu einem Urlaub in Sizilien und hat dort Lakritz entdeckt und hat gesehen, dass Lakritz unheimlich gut gegen Husten und Heiserkeit und Halsschmerzen hilft. Und dann hat er das eingeführt und ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass wir uns dann mehr fokussiert haben auf Süßwarengeschäft und weniger auf den Rest. Aber das heißt, der Zucker war so ein bisschen das verbindende Element? Genau, Glucose und Zucker waren so das verbindende Element. Weil das ganz Besondere an den früheren Fliegenfängern war ja, dass im Grunde der Klebstoff nicht trocknete, damit die Fliege immer daran Halt fand. Und dann hat übrigens, also auch das mal für alle Hörer, wir werden gleich mal drüber sprechen, haben uns entschieden, lieber einen Sie-Podcast zu machen, was ungewöhnlich ist. Der eine wird sich gerade schon beim Hören wahrscheinlich denken, okay, what's going on? Der Hintergrund ist, dass ihr sagt, ihr seht euch ja auch untereinander, trotz all der 20 Jahre. Und generell habt ihr mir erklärt, es ist ein Produktionsbetrieb und da sieht man sich lieber. Ne? Ja, absolut. Ich finde es immer gut, wir machen es so, wie es natürlich ist. Und wenn wir uns jetzt plötzlich duzen würden und Herr Bachmüller und ich uns im normalen Geschäft siezen, dann ist es irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich sage, hey Tobi, wie denkst du denn darüber? Und sonst alles ja nie. Und gleichzeitig, wir sind ein Produktionsbetrieb. 90% unserer Mitarbeiter sind Mitarbeiter in den Werken. Und da ist es historisch so, dass wir uns siezen. Und deswegen gilt dann für alle die gleiche Regel. Und wir hoffen, dass du gut damit zurechtkommst. Ja, ja, ich bin für alles offen. Also das heißt sozusagen Genese verstanden, Großvater. Wie groß war es dann so, als Sie auf die Welt gekommen sind ungefähr? Das ist, da würde ich sagen, haben wir so 30 Millionen vielleicht gemacht. Umsatz? Ja. Also, das waren aber noch Mark. Okay, das ist ja dann also, nach heutigen Maßstäben eine relativ kleine Firma fast eigentlich, ne? Genau, war es. Man muss vielleicht noch dazu sagen,
mein Vater war der Zweitgeborene und mein Onkel war der Erstgeborene. Der Erstgeborene hat das Unternehmen in Holland bekommen, das, was Sie vorhin ansprachen. Ja. Und mein Vater hat dann im Grunde in Deutschland neu gestartet. Also der hat wieder bei Null gestartet. Und also in den 70ern, würde ich sagen, hat er so 30, 40 Millionen gemacht. Also ich habe das nicht recherchiert, aber es wird so in der Größenordnung gewesen. Okay, sein. Und dann ist sozusagen, das war, wir reden jetzt 70er Jahre und bis heute ist er ein Wahnsinnswachstum. Und ich habe das Gefühl, das hat auch relativ viel mit Ihnen zu tun, Herr Bachmüller. Sie sind Ende der 90er Jahre dazugekommen, ne? 96, ja. Und dann ging's los. Hat was mit mir zu tun, aber die längste Zeit, wie gesagt, machen wir das zusammen, seit 2004. Und eigentlich das größte Wachstum. Wir sind ja das, was in Managementbüchern immer gepredigt wird, aber selten gelebt wird. Wir sind eine Doppelspitze. Was eigentlich cool ist, auch cool für ein Interview. Das ist spannend. Ja? Wie sind Sie denn dazugekommen? Ich meine, das ist eigentlich so, sagen wir, einen relativ klassischen Lebenslauf. Das ist jetzt kein Familienmitglied und nie gewesen, sondern ich hatte das Glück der späten Geburt von Herrn Fassi. War damals, glaube ich, 23, sowas. Ja, und war mitten im Studium, fing an und der Vater war dann schon 65 und qua Gesellschaftsvertrag und so weiter musste da eine Brücke rein. Und das war ich. Ich war vorher der Chef von Meka in Deutschland, also hatte. Aber klassisch im Angestelltenverhältnis aufgestiegen. Absolut. Und dann wurden Sie angesprochen, Mensch, ja, und dann nicht war zu uns kommen? Dann war meine Frage, warum sollte ich das tun? Die Antwort war, weil ich Anteile kriegen konnte. Mhm. Und das ging aber auch schrittweise. Ich hatte erst 5, dann hatte ich 10 und dann kam noch mal ein Schritt. Vielleicht der bedeutendste, dass ich die eben auch vererben kann, denn sonst ist das wie ein Stock-Option-Modell. Ne? Okay, aber das passierte erst, ich würde mal sagen, 5, 7, 8 Jahre später sowas, schrittweise. Also aber schon sehr ungewöhnlich, dass man sozusagen als externer Manager dann beteiligt wird. Das, also war ich da überrascht, das so zu lesen. Ja. Bei all meinen Podcast war auch positiv überrascht. Ja, aber ich kann das vielleicht auch mal von der anderen Seite sagen. Mein Vater hatte eine klare Regel, dass er mit 65 aus dem Unternehmen hinaus wollte. Und so einen Prozess fängt man dann ja schon früh an. Also, und dabei hat er auch zweimal gesehen, dass es nicht geklappt hat. Über diese Dinge redet man ja nicht so gerne. Und warum? Weil er halt keinen Unternehmer gefunden hat. Und das ist zwar einfach zu sagen, ich brauche eine Brücke oder ein Glied dazwischen, aber gleichzeitig muss man ja auch einen unternehmerischen Typen dann haben. Weil viele sagen, ich bin gerne Unternehmer, aber wenn die aus dem Konzern dann ins Unternehmen wechseln, dann klappt es doch nicht so. Und als Unternehmer ist es für uns beide natürlich gleich, weil wir schlafen beide nicht so gut, wenn es nicht so gut läuft und uns geht es gut, wenn es, und das verbindet natürlich auch. Okay, aber das heißt sozusagen, ist, was ja auch ungewöhnlich ist, Ihr Vater war auch Unternehmer, also der zweite Generation sozusagen, aber trotzdem mit 65 dann die Entscheidung getroffen, jetzt möchte ich gerne lieber was anderes machen. Genau, ja. Kann ich nicht hinzufügen. Er hatte auch untypisch für die meisten Unternehmer viele andere Interessen. Auch geistige Interessen. Ja? War nicht so der klassische, man stellt sich ja immer so eher so hemdsärmelige, war eher... Na, mein Vater war eher ein philosophischer Typ. Ja. Das Schönste für ihn war zu lesen und sich zurückzuziehen und in den Garten und die Rosen zu schneiden. Also nicht so der klassische Unternehmer, der in den Raum kommt und sagt, hallo, hier bin ich und folgt mir alle, sondern der eher vom Produkt auch herkam. Und das Produkt geliebt hat und da auch ewig Zeit sich für genommen hat, damit er das beste Produkt in den Markt bekommt. Und wir mussten uns ja auch differenzieren vom Wettbewerb. Er kam ja auch ein bisschen später in manche Märkte als unsere Wettbewerber. Und da hat er halt sehr, sehr viel Zeit in Neuproduktentwicklung beispielsweise gesteckt. Und ich glaube, das ist nicht so der klassische Vertriebsmann beispielsweise gewesen, was man gar nicht so denken würde. Und wann war Ihnen klar, dass das jetzt das Unternehmen wird, also dass das sozusagen dann die unternehmerische Aufgabe dann doch wird? Ich meine, für mich persönlich? Ja. Ich glaube, man wächst in so eine Rolle rein. Man wird dann natürlich geboren und erlebt das alles und dann sieht man erstmal, ob man Freude daran hat. Es hätte ja auch so sein können, dass ich einfach keine Freude an dem Thema habe und ich hatte immer Freude an dem Thema und dann wächst man so Stück für Stück rein und ich glaube so mit 10, 12, 14 spürt man dann langsam, okay, das könnte was sein und dann beginnt auch ein bisschen so ein Ausbildungsweg, dass man sich überlegt, welchen Weg muss ich denn eingehen, damit das klappt und das ist auch eine Phase gewesen, wo ich beispielsweise mit Herrn Bachmüller mich auch viel ausgetauscht habe und mit meinem Vater zusammen, damit Herr Bachmüller auch sagen kann, was er fordert, fordere ich denn auch? Denn er hat ja auch keine Lust, nachher mit jemandem da zu sitzen, der die ganze Zeit nur in die Ecke guckt.
Und da haben wir schon besprochen, was so ein guter Weg sein könnte. Und das hat dann auch ganz im Grunde in diese Richtung ganz gut geklappt. Aber Fun Fact, Sie waren auch eine Weile bei Unternehmensberatung bei Roland Berger und zwar gemeinsam dort unterwegs mit einem anderen Podcast-Gast hier, nämlich Stefan Teves von Coffee Fellows. Also wer das auch schon gehört hat, gibt es Verbindungen hier unter den Gästen. Absolut. In der Deutschland, in der neuen Deutschland-AG quasi. aber dann irgendwann, okay, also Beratung raus und dann halt auch ins... Ich bin dann noch zu Kraft Foods gegangen, habe dann noch im Marketing und Vertrieb gearbeitet und dann bin ich zu Katjes gekommen, genau. Okay, also Katjes, also sozusagen in den 70er Jahren reden wir 30 Millionen D-Mark Umsatz, dann irgendwie, Herr Bachmann, als Sie kamen, wie viel war es da? Umsatz? Mehr, aber noch nicht dreistellig. So, und heute Größenordnung so 800 Millionen, kann man das so sagen? Roughly könnte das sein. Ist nicht völlig falsch. Alles reinreicht. Aber ist ja schon ein Wort. Also ich meine, diese Reise ein bisschen, möchte ich mal verstehen. Also wie ist das gelungen? Also essen die Menschen auf einmal jetzt dann doch so viel mehr Süßigkeiten? Oder was waren so die Entscheidungen der letzten Jahre, die zu so viel Wachstum geführt haben? Tja. Also, das Erstaunliche ist ja, dass wir organisch und über Akquisitionen wachsen. Ja? Also wir haben das eigentliche Kerngeschäft, da haben wir auch früh akquiriert. Wir haben die Ahoi-Brause gekauft oder die Wick-Bonbons. Aber nach wie vor ist Frucumi und Lakritz absolut dominant, zwei Drittel. Und da hat uns natürlich die Umstellung auf vegan unheimlich geholfen. Wir haben das schon 2010 gemacht, also bevor auch der ganze Hype mit Rügenwalder und so weiter kam, war noch sehr exotisch da, sehr exotisch. Hat auch so 2-3 Jahre gedauert, bis alle dran, auch wir selber dran, also war schwierig. Seitdem läuft es eigentlich unglaublich gut und immer schneller, weil am Anfang haben noch welche gefragt, und was ist denn der nächste große Wurf? Und man muss sagen, es wird immer mehr. Wir haben, das wussten wir damals nicht, im Grunde eine Kategorie erfunden. Denn, vegane Süßigkeiten. Ja, also das heißt rein pflanzlich, weil wir eben das, was im Grunde die Kategorie früher Fruchtgummi, das Gummiartige kam immer durch Schweinegelatine. Kann auch Rindergelatine sein, auf jeden Fall tierische Gelatine. Und wir haben das eben ersetzt, im Wesentlichen durch Stärke und Pektin, was mühsam ist. Und ich habe das auf der Betriebsversammlung gesagt, wo beginnt das Marketing? Das Marketing beginnt in der Fabrik. Denn anders als viele glauben, ist das nicht einfach nur hier so nettes Ausstattung, sondern da muss im Kern etwas deutlich anders sein. Ja, und das ist deutlich anders. Wir produzieren einfach völlig anders. Völlig anders. Wir bauen ja alle 2-3 Jahre sogar eine riesige neue Anlage und die sieht völlig anders aus als bei unserem Wettbewerb. Und das finden wir cool. Ja? Das ist auch dieses, wenn immer Leute reden, ja, und nachhaltig und Zukunft. Wichtig ist nachhaltig und Zukunft. Ah, by the way, ist unser größtes Klimaschutzprogramm, weil das 20% weniger CO2 produziert. Aber ist es auch nachhaltig in dem Sinne, dass die anderen es nur so halb nachmachen können. Ja? Und wir sind ja mit einer großen Kinderzahl gesegnet. Also jeder 4 Kinder, ne? Ja. Das bestimmt schon ein bisschen das Denken. Wir sind nicht die sagen, das machen wir jetzt mal und dann kommt irgendjemand und kauft das, sondern wir sind eher die, wir wollen, also wir hatten das so bei so einer Standortwahl oder sowas, wir wollen auch nicht von unseren Kindern angequatscht werden, was macht ihr da für einen Blödsinn? Auch nicht in 10 Jahren. Ja? Aber es ist ja auch so, dass die Idee deswegen ganz gut aufgegangen ist. Ich glaube, es ist vielen gar nicht so klar, weil es nicht nur darum geht, Veganer als Kundenzielgruppe zu erreichen, zusätzlich neben den normalen Käufern, sondern hat auch viele Leute, die gar keine Schweine... Die einfach wissen, die Fruchtgummi-Kategorie ist eigentlich eine Ausnahme in der Süßware. Es ist eigentlich die einzige Kategorie, die mir einfällt, die Fleisch hat. Also Gelatine wird aus Schweineschwarten gemacht. Und diese Ausnahme haben wir beseitigt. Ja? Aber damit und weil viele denken auch nicht drüber nach, auch selbst die, die es wollen. Also Problem sind zum Beispiel für Muslime. Ja, weiß nicht, ob denen das immer so klar war. Wir haben ja diese berühmte Werbung auch mit der Hijab-Dame gemacht. Viele haben gedacht, da wollen wir nur irgendwie die AfD ärgern. Völliger Nonsens. Wir wollten den Punkt klar machen, dass Leute, die keine Schweinegelatine essen wollen oder können oder sonst was, zumindest nicht im Bonbon, die können ja sonst gerne das in der Wurst oder sonst was haben, dass die unsere Kunden sind.
Und das ist eben, wir wollten nicht einfach skandalisieren, sondern wir wollten zusätzliche Kunden gewinnen. Was ist denn das Produkt, was am meisten sozusagen generell für diesen Umsatz sorgt? Also sind es bei Katjes, ich verbinde das sofort mit den Joghurtgums. Nach wie vor. Das ist sozusagen ja, das Nummer eins. Aber das bekannteste für vegan ist der Grünohrhase, wie der Name schon sagt. Ja, das glaube ich inzwischen unser zweitgrößtes, ja, ja. Aber wir haben, ja, das ist ja typisch, wenn Sie ins Regal gehen. Süßigkeiten sind auch, ist auch Auswahl und Spaß. Wir sind jetzt nicht eine reine typische Ernährungskategorie, sondern wir sind dazu da, auch Freude ins Leben zu bringen, ja. Und deswegen brauchen wir auch Varietäten, deswegen brauchen wir auch unterschiedliche Figuren und so weiter. Und das machen wir nach wie vor. Aber wir sind, diese Idee, die mal vor 13 Jahren oder was angefangen hat, die war nie erfolgreicher als jetzt. Ja, Sie sehen das bei den immer kürzeren Investitionsschritten. Ja, ist es denn eigentlich nicht trotzdem ein bisschen erstaunlich generell, dass jetzt in der heutigen Zeit, wo alle doch über Gesundheit und auch Ernährung sprechen, dass man mit Süßigkeiten so stark wachsen kann? Weil ich meine, im Kern gesund ist es ja alles. Jetzt also nicht, ne? Bei uns im Markt, der Markt wächst nicht, um das klar zu sagen. Der Süßigkeitenkonsum, der ist im Grunde seit 20 Jahren gleich. Und geht da nicht runter? Aber. Nee, der ist total stabil. Da, und aber innerhalb dieses Konsums gibt es natürlich Bewegungen von einem Hersteller zum anderen. Und da ist natürlich der USP und die Werbung relevant. Aber ist das schon erstaunlich fast, also wenn man sich so den Zeitgeist anguckt, dass es, also auch alle auf Fitness gehen und sonst was, dass halt Süßigkeiten weiter in der Menge konsumiert werden, auch ich meine. Ja, weil Menschen, also es ist auch erstaunlich, warum es so viel Weinsorten und Biersorten gibt, ja. Weil Mensch ist ja, hat ja eine Komponente, ja, Ernährung, und die andere Komponente ist auch Genuss und Spaß. Ja. Und da, wenn Sie Ihre Ernährung, ich weiß nicht, wie Sie sich sonst ernähren, aber gerade die immer diese Fragen stellen, ja, die haben auch alle Dirty Little Secret. Ja. Ja. Ja, ich habe ja hier schon bei den Süßigkeiten, ja, hier rumstehen, schon, ja, mit dazugegriffen. Und das ist auch gut so, da ist doch gar nichts Schlimmes bei, das ist auch wie bei allem, man darf nicht zu viel davon essen. Ja, und das ist ausdrücklich auch unser Wunsch. Unsere Kinder sind alle nicht fettleibig. Ja, das ist ein vernünftiger Umgang. Also wir hatten ganz früher, da, weil wir auch in Eppendorf wohnten und neben uns alles so Ernährungsbewegte, ja, die Kinder, die kamen rein, und ich war ja bei Milka, die haben sich praktisch das ganze Gesicht voll geschmiert. Ja, ein vernünftiger Umgang, das ist Teil des Lebens und der Erziehung. Ja. Aber okay, also das heißt irgendwie, mittlerweile, kommen wir später noch darauf zu sprechen, macht ihr ja auch andere Sachen, ja, nicht nur Süßigkeiten, sondern da gibt es ja auch Kosmetik oder so Hautpflege und so, da müssen wir noch drüber sprechen. Aber erstmal, das Geschäft als solches mit Süßigkeiten, der Form, wie es macht, ist ja auch eins, das dann stark durch den Handel geht. Ne? Am Ende ist es so, es wird produziert bei euch in den verschiedenen Fabriken, am Niederrhein oder in Potsdam ist, glaube ich, eine. Und dann verkauft ihr an von Aldi, Rewe, hoch und runter. Genau, hoch und runter ist der richtige Ausdruck. Tankstellen sieht man es ja auch. Also ja, aber das ist kein bedeutender Faktor. Also die Supermärkte sind schon. Ja. Und ist auch ein hartes Leben, oder? Ich meine, die hört man so, dass die mal monsterhart verhandeln und euch jedes Jahr sagen. Ja, das ist so, aber wir können das. Ja, ja. Auf der einen Seite ist ja der Konsument, der ein Produkt nachfragt, und das ist ja unsere Aufgabe, dass wir alles tun, dass der Freude am Produkt hat, und dann ist da der Händler, der will natürlich einen rotierenden Artikel und will dabei auch gut verdienen. Und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass er das beides tut. Ja, und das ist ja auch fair. Wie lange darf denn so eine Packung Joghurtgums bei einem normalen Edeka-Markt liegen, bevor es Probleme gibt? Also wie schnell zwischen das Ding wird angeliefert zum Edeka, bis es geht raus? Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nur, dass wir ja bei uns, weil wir so stark wachsen, also wir sind in diesem Jahr wieder über 20% gewachsen. Deswegen arbeiten wir alle Samstage und auch Gott sei Dank mit Zusammenarbeit auch mit der Belegschaft. Wir werden Ende nächsten Jahres erst aus dieser schwierigen Situation rauskommen, wenn wir da wieder investiert haben. Das heißt, wir haben ganz niedrige Bestände. Also bei uns wird schon die Ware gar nicht alt, ja. Und beim Händler wahrscheinlich auch nicht, ja.
Wir haben eigentlich permanent zu niedrige Bestände. Aber das heißt, am Ende ist das, wenn man jetzt hört, der Markt als solcher wächst nicht, dann ist es schon auch die Kunst, Marktanteile zu gewinnen, indem man besonders gutes Marketing macht und besonders gute Produktideen hat. Ja? Und so muss man sich das doch vorstellen, oder? Genau. Also, und das Zweite ist natürlich, dass man international noch wächst. Man kann natürlich in neue Märkte gehen. Und wir haben natürlich mit dem USP auch was, was im Ausland gut ankommt. Dann nochmal einmal, um diese Kernmechanik zu verstehen, so eine Packung Katjes Joghurtgums, die kostet im Supermarkt so Größenordnung 2 irgendwas? Nee, 1 nee. Euro. 99 Cent. 99 Cent. Die Packung, diese ja. Euro? Okay. Und dann ist da schon die Händler... Und, auch wichtig. Und dann ist da schon die Händlermarge da drauf, ne? Ja. Offensichtlich. Das heißt, ihr habt dann sozusagen... Das sind 175 Gramm. Mhm. Und dann habt ihr am Ende, also ihr müsst dann so eine Packung produzieren können für, weiß ich nicht, das 5 bis 10 Cent. Wir haben uns ja vorher die anderen Podcasts angehört. Es ist erstaunlich, was die Leute alles erzählen. Wir haben uns vorgenommen, also jetzt nicht hier... Die Stückkosten aufzulegen. Nee. Aber man kann trotzdem über alles dann vielleicht sagen. Wir reden über alles gerne, aber nicht jetzt über unsere interne Rechnungslegung. Aber also trotzdem, was ja sozusagen über die Branche insgesamt bekannt ist, ist man ungefähr jetzt 10% Umsatzrendite erzielen kann mit der Warenkategorie, die ihr vertreibt. Das ist sicherlich keine falsche Größenordnung. Ja, okay. Also da muss man trotzdem günstig produzieren und das ist in Deutschland aber scheinbar für euch jetzt auch kein Thema. Also es gibt ja genug andere Produkte, die woanders hergestellt werden, aber ihr macht alles in Deutschland. Ja gut, das ist ja immer eine Frage, inwieweit spielt Personalkosten in der Produktion eine Rolle? Und bei uns ist der Personalkostenanteil vergleichsweise gering, weil wir sehr automatisiert sind. Und daher ist das für uns, spielt das keine Rolle. Und solange wir das können, produzieren wir dann natürlich in Deutschland. Wie viele Leute arbeiten insgesamt bei euch? Also meinst du jetzt bei Kat? Meinen Sie bei Katja oder bei der ganzen Gruppe? In der Gruppe, ja. Total sind es über 2000 jetzt. 2000, okay. Und aber da sagten Sie gerade, davon 90% in der Produktion. Also ist ein, genau. Okay, also und dann geht's. Versucht man unabhängig zu werden oder geht das irgendwie unabhängig zu werden vom Lebensmitteleinzelhandel? Also, wollen wir gar nicht. Also auch, es gibt ja schon Ideen, vielleicht direkt zu verkaufen über eine Website. Ja, machen wir. Wir haben auch einen Shop und bauen das auch auf. Wir machen natürlich auch Amazon und alles Mögliche. Aber wir kommen, unser wesentlicher Absatzmittler ist der Handel. Und ich habe den Eindruck, so über die Jahre, da wir ja stark wachsen, das ist natürlich auch gut für den Handel. Ja, deswegen kriegen wir nichts geschenkt. Aber wir finden schnell eine Einigung. So. Und wir bemühen uns auch darum. Wir sehen den Handel nicht als Feind, wie ich lese das da immer, Wertverlust und bla, bli. Ja, wir reden mit den Leuten, die reden mit uns und irgendwo, wie im normalen Leben, einigen wir uns. Wir sind überall distribuiert, wir sind nirgends ausgelistet. Ja, also muss ja da eine gewisse Kooperationsbereitschaft sein. Und dann mal diese beiden werttreibenden Themen einzusteigen, also auf der einen Seite neue Produkte und auf der anderen Seite Marketing. Beim Marketing, als ich erzählte, ich fahre jetzt hier zu Katjes, da sagten alle, okay, krass, mit Heidi Klum die. Also das ist jetzt, wir reden schon von einer Kampagne, die ihr vor 20 Jahren gemacht habt oder sowas. Eure Mitarbeiter müssen ganz schön alt sein. Ja. Das stimmt sonst, ja. Und, aber da wurde sich sozusagen die Joghurtgums zwischen ihre Zähne gesteckt. Ja, super. Hat uns damals auch einen Wachstumsschub gebracht, ja. Aber also, wir machen inzwischen eine Kampagne, die eben stärker, damals waren wir ja noch nicht vegan, die stärker darauf geht, also ein neuer Claim ist, wer Tiere liebt, der nascht Katjes, um den Punkt noch deutlicher zu machen und auf eine charmante Art deutlich zu machen. Wir haben die neue Kampagne jetzt gedreht auf einem Gnadenhof, unterstützen den natürlich auch und so weiter, damit das nicht nur Kulisse ist. Aber als vegane Marke liegt das einfach auch nahe. Ja? Und das ist nicht mehr so vielleicht so spektakulär, wie wenn man mit Heidi Klum dreht. Ja? Aber es ist im Grunde näher am Produkt drin und auch nachhaltiger. Und wie kriegt man dann diese Botschaften heutzutage an die Leute ran? Ist es noch Fernsehen oder ist es dann TikTok oder wo seid ihr so? Wir sind gar nicht mehr im Fernsehen. Gar nicht mehr? Nein. Seit Jahren schon nicht mehr? Ja, also bei den kleineren Marken seit Jahren nicht und in diesem Jahr auch nicht mehr mit Katjes. Weil es nichts mehr bringt? Nein, wir können digital besser targeten. Okay, und das heißt dann vor allen Dingen wo? TikTok, Instagram, überall? Unterschiedlich nach den Marken. Aber die Kategorie zum Beispiel Influencer, nach
Heidi Klum oder so große Testimonials, habt ihr gesagt? Nein, wir vertrauen auf unsere ganz normalen Kampagne. Ist ja auch ein bisschen gegen den Zeitgeist. Ne? Wenn absolut. Man über anders ist wir machen schon aus Prinzip alles anders. Immerhin habe ich jetzt gesehen. Fängt mit dem Siezen an und mit den Kampagnen. Immerhin habe ich gesehen, mit dem Hundetrainer Martin Rütter, den ich aus dem Podcast kenne, ja. Gibt es ein eigenes Produkt. Da habt ihr so Hundjes erfunden. Ja, hat er erfunden. Hat er sich bei euch gemeldet und gesagt, Mensch, ich möchte ja, gerne. Ja, wirklich. Und wir waren aber sofort, also es war ja nicht, dass wir da rumgezickt haben, sondern waren sofort begeistert. Wir arbeiten mit dem super zusammen. Das also Produkt ist auch erstaunlich erfolgreich. Er wollte unbedingt ein veganes Lakritz machen, was mit Hunden zu tun hat. Er hat auch alles designt, auch die Formen und so. Das ist nicht so eine Fake-Partnerschaft, kennst du, wo wir das machen und dann suchen wir einen Namen dazu. Ist genau umgekehrt gewesen. Hat er, das kam eigentlich auch über einen Podcast, wo er das erzählt hat. Das wird er gerne mal machen. Und dann spielen wir natürlich drauf. Hundjes. Los. Ja, Hundjes. Ist eigentlich für sein Business sehr naheliegend. War auch seine Idee und manche waren auch dagegen, aber ich fand es super originell und cool. Und dann kann man da mit so einer neuen Süßigkeit, also mit so einer was ein Produkt erzeugen, das Millionen Umsätze macht? Ja. Okay, Wahnsinn. Also okay, das ist jetzt Marketing. Haben Sie auch eine Idee? Also vielleicht die Hörer. Ja, also aber jetzt mal ehrlich, immer, wenn ihr so weiß nicht, ob man das macht im Podcast, auch einen Deal macht. Aber wir sind eher so, gute Ideen sind wir immer offen zu und wir haben, also wir arbeiten ja mit dem Martin Rütter super zusammen, aber wirklich. Und jetzt haben wir ja auch mit dem Joko angefangen. Ja, wollte ich gerade sagen, das wäre meine nächste Frage. Ja, aber weil das ist irgendwie auch eine neue Art von Promis, die auch mehr so ein bisschen Unternehmergeist hat. Sie haben den sowieso, das ist ja klar, aber bei den beiden weiß nicht, ob man das sofort vermutet hätte. Ja? Ja, die reden dann auch richtig wie normale Unternehmer. Was bei uns dazu kommt, ist, dass wir ja nur in sehr kleinen Teams arbeiten, auch wenn das von außen da mit den 2000 alles so ein bisschen groß aussieht. Aber dadurch können wir auch auf die eingehen. Die haben ja keinen Bock, wir haben ja nicht 1000 Hierarchien, ja. Aber mal ganz konkret zu Joko Lade, also das ist ja bei uns in der Szene stark wahrgenommen. Joko hat vor Jahren mit dem Max Wittrock-Zom von My Müsli eine eigene Schokolade erfunden, fair angebaut, war so ein bisschen auch so die Differenzierung, glaube ich, und natürlich dann über seinen Namen. Warum ist es für euch spannend, das zu machen? Aber wie kam das zustande? Es kam zustande über, wir sind beteiligt an MyMüsli und der Philipp Kreis, einer der Mitgründer von MyMüsli, hat gesagt, er hätte mit dem Joko drüber gesprochen und über uns. Und da wir ja Süßware sind, war da, sagen wir mal, die Nähe ziemlich schnell da. Und dann haben wir uns getroffen, ja, in einem MyMüsli-Räumen in Berlin und haben gleich ein ganz gutes Verständnis gehabt. Wir sind 50% beteiligt. Und Joko wird der Rest. Ja, 50-50, genau. Was wir gut finden, weil das genau die richtige Denke ist. Und was könnt ihr helfen? Also was bringt ihr jetzt neben dem Cash jetzt an den Tisch, dass das Ding besser macht, als er es alleine gekonnt hätte? Boah, also wir kennen Süßwaren-Marketing ganz gut und wir können vor allen Dingen auch den Vertrieb sehr gut. Also ihr habt die Distributionspartnerschaft. Ja, wir haben da ja eine Geschäftsführerin dann auch, die früher bei uns Key-Accounterin war. Die kann es einfach gut. Das, was ich vorher sagte, man muss auch seinen Job einfach beherrschen. Ja? Und den Bereich, den beherrschen wir gut. Ich meine, das konnte man ja auch nachlesen, auch schon eine sehr schnell profitable Firma. Also der Joko hat das ja aufgebaut vor nicht allzu langer Zeit. Dann gab es einen Artikel, habe ich gelesen im Vorfeld. Schon 2021, glaube ich, hat diese Jokolade-Firma einen Jahresüsberschuss wohlgemerkt. Also nicht EBITDA oder irgendwas, sondern wirklich hartes Jahresüsberschuss. Wir mögen auch keine Firmen, die Geld verbrennen. Von 300.000 Euro. Du musst nicht super profitabel sein, aber du darfst nicht Geld verbrennen. Das ist ein völliger Irrtum. Ja. Also das heißt aber, dann bekommt man dann irgendwie das relativ schnell hin, als Joko Winterscheidt eine Firma zu bauen? Nein, ich glaube, wir können vor allen Dingen die Distribution deutlich ausbauen. Okay. Das wird der größte Hebel sein. Okay, und dann? Und das Zweite ist, wir werden, wenn du die Packung siehst, da steht Jokolade drauf, aber es ist kein Joko drauf und das werden wir ändern. Ja? Was heißt, da ist kein Joko drauf? Da ist kein Joko drauf und das wird so werden, ich weiß gar nicht, ob das hier so das heißt, ein Bild von ihm. Ah, okay. So wird das werden. Ah, also er muss da als Foto drauf werden. Okay. Ja, natürlich. Ja. Joko alleine reicht nicht, ja.
Ja, man muss die Sachen doch einfach immer in ein Bild umsetzen. Also jetzt mal so ein bisschen Vorfreude für Joko schon mal zu machen, und ich schätze ihn ja nun sehr. Also aus den 300.000 Euro Jahresüberschuss könnten dann in 10 Jahren, macht ihr dann Millionenergebnisse? Also das wäre ein bisschen lang. Also noch schneller. Das ist ein Schocker. Also das heißt, ihr macht nächstes Jahr Millionenergebnisse? Nein, aber ich sag mal, ich muss, also 10 Jahre. Mach das 10-Millionen-Ergebnis. Ich weiß es nicht, so sind wir gar nicht. Aber wir versuchen eben, wir glauben, Wachstum beginnt immer erst ab zweistelligem Wachstum. Vorher ist das innerhalb der Spanne von Werbung, Preiserhöhung und ich weiß nicht was. Ja, ab zweistellig wächst du wirklich. Das werden wir jetzt nicht sofort hinkriegen, aber das ist das Ziel. Nachhaltiges zweistelliges Wachstum, ja. Sie haben gerade gesagt, Süßwaren-Marketing könnt ihr gut, und es ist ja im Kern hier immer noch mal so, früher mal ein Marketing-Podcast. Deswegen haben wir ja unauffällig hier den Marketingpreis platziert. Ne? Was macht ihr so gut im Marketing? Also das war ja gerade so ein bisschen so, wir machen alle Plattformen gut, aber was sind denn so die drei Kernsachen, die man richtig machen muss im Süßwarenbereich oder generell im FMCG-Bereich? Also ich habe es ja für Katja schon gesagt. Erstens, du brauchst ein unterscheidbares Produkt. Okay. Was die anderen auch nicht so schnell machen können. So simpel. Und das auch skalieren können. Das ist eben auch etwas, was wir machen. Dass wir, manche können auch veganes Fruchtgummi, aber die können jetzt nicht 50 oder 60.000 Tonnen davon herstellen. Ja? Da haben wir. Okay, also Produktmarkt. Ist das ja, Markt? Natürlich, damit fängt es an. Ja? Und dann musst du das umsetzen in der Aufmerksamkeit, die aber zu diesem Produkt passt und die charmant ist. Ja, wir wollen, ja, du brauchst Aufmerksamkeit, aber das muss gerade auch in Süßwaren nett rüberkommen. Deswegen ja auch hier unser Alpaka auf dem Kopf und so, was jetzt so das Key-Visual ist, ja. Da kann man auch sagen, was soll das? Ja, weil wir dieses Zeichen, vegan, also tierlieb, also freundliche Marke und aber gleichzeitig diese Produkteigenschaft im Vordergrund, gut umsetzen können und dass unsere Zielgruppe, in dem Fall sind das im Wesentlichen Frauen, das auch schön und nett und menschlich finden. Wir kommen ja nachher noch vielleicht dazu, was wir für eine Firma generell sind. Wir wollen eine Firma sein, die auch menschlich ist. Ja? Okay, und das sorgt dann dafür, wenn man das, diese Sachen gut beherrscht, für 20% Wachstum im Jahr, ist ja schon, das ist ja schon gut, ja? Wir wachsen als Firma insgesamt, verdoppeln wir uns alle 5 Jahre. Das ist aber natürlich in dem internationalen Bereich durch Akquisitionen getrieben. Wir kaufen im Jahr ungefähr eine Firma, weil letztes Jahr war ja so ein bisschen Krise. Da haben wir dann 3 Opportunitäten gehabt. Aber ja. Macht Haribo sonst einen schlechten Job? Nein, die machen einen super Job. Aber meine, am Ende nehmt ihr den ja Marktanteile ab. Ja, das ist ja auch nicht so, dass das nur zwischen in dem Markt. Wir gucken auch gar nicht auf Marktanteile. Uns interessiert nur, wachsen wir und wie viel. Weil Marktanteile, das ist einfach eine Definitionsfrage. Was packst du in den Markt rein? Du kannst dich auf den Süßwarenmarkt konzentrieren, du kannst auf den Zuckerwarenmarkt oder du kannst dich auf den Frohgummimarkt konzentrieren. Und dann daraus immer einen Anteil wählen. Und die meisten machen es so, die wählen sich den Anteil, wo sie am besten aussehen. Ja, interessiert uns nicht. Uns interessiert, wachsen wir, wie im Garten, ja? Welken oder wachsen, ja? Okay. Ja? Also ich meine, also und ob im Nachbargarten auch was wächst, ist mir so halb egal. Und Haribo haben wir gerade drüber gesprochen, die machen seit jetzt Jahrzehnten die Gummibärchen. Dann machen die noch ein, zwei andere Kategorien. Ihr macht seit Jahrzehnten die Joghurtgums sozusagen als Cashcow, als das Kernprodukt. Das heißt, so einfach was ganz Neues zu bauen ist ja dann doch nicht. Trotzdem habt ihr geschafft, diese Grünohrhasen zu machen. Und wo kommt das nächste Ding her? Also sitzt man da zusammen und überlegt sich, was, dann kommt, ruft der Martin Rütter an und dann kann man mit dem Joko was abkaufen, das verstehe ich auch. Aber ihr macht ja auch richtig, sagen wir mal, eigene Produktentwicklung, dass ihr neue Süßigkeiten sozusagen erfindet. Ist das sozusagen, wie oft macht ihr das? Ich glaube, es gibt ja 2 Dimensionen. Das eine ist, dass du sagst, ich entwickle einfach neue Produkte und Line-Extensions. Und die andere Frage ist, kann ich für mein bestehendes Sortiment etwas machen, was den Markt wirklich verändert? Ja, und so das Beispiel Tesla, der einfach sagt, okay, ich nehme keinen Verbrennungsmotor mehr, sondern ich nehme jetzt gehe auf Elektro. So sehen wir auch im Grunde eine Innovation. Am besten ist natürlich eine Innovation, wenn du die für dein gesamtes Sortiment machst. Also das war die vegane Idee. Das war genau, und das ist, glaube ich, da ist ja der Hebel für dich auch als Marke am größten. Ein Neuprodukt einzuführen und bis ein Neuprodukt groß wird, das dauert ja auch, wenn man ehrlich ist, Jahre. Und wenn du aber für deine bestehende Marke eine Idee hast, womit du alle Produkte mitnimmst, ist die natürlich immer viel größer. Aber gibt es da noch so viele Sachen?
Gibt es noch weitere? Also, uns, unsere vier Marken sind alle einzigartig als Segment. Ja, also natürlich gibt es auch andere, die vegane Fruchtgummis machen, aber meistens ist das 10% oder 20% Anteil. Dagegen bei uns wissen sie alles. Egal was sie greifen von Katjes, ist immer vegan. Punkt. Ja. Das zweite ist Wick. Ja. Da gibt auch andere Mentholbonbons. Bei Wick ist es aber so, alle Produkte von Wick, ist ja logisch, kommt ja von Wick Vaporub ursprünglich, ja, sind immer mit Menthol. Selbst wenn wir jetzt Pfirsich machen oder so, alles Typ Pfirsich ist das letzte, ist auch mit Menthol. Weil Menthol einfach dieses Grundversprechen von Wick auch widerspiegelt. Bei Ahoi Brause, es gibt keine andere Brause. Wir haben das ja inzwischen verbreitert, gibt auch Kaubonbons und alles Mögliche. Aber wir sind alleine mit dieser Produkteigenschaft. Ja, auch da beginnt das Marketing. Unten in dem Fall in Remshalden bei Stuttgart. Ja, wir möchten immer so eine, was Herr Fassin sagte, so eine Grundeigenschaften promoten. Und da ist es uns nachher egal, ob das eine Produkt oder das andere besser wird. Ja, man freut sich ein bisschen bei neuen Produkten. Aber der Konsument muss Orientierung haben und eine Marke als ein Gesamtversprechen begreifen. Ist es denn in der Zukunft nicht trotzdem so, dass man, also ihr lebt jetzt von Marken, das sagt ihr auch selber, das ist ein totales Markenbusiness, so. Die Markteintrittsbarrieren sind dann ja jetzt in der heutigen Zeit gar nicht mehr so groß, weil es ja zum Teil Leuten gelingt, jetzt Kim Kardashian oder auch deutschen Influencern, selbst ja auch Joko, dann doch recht schnell eine neue Marke populär zu machen. Und wenn wir jetzt gucken, wir laufen in so eine Influencer-Zeit rein, die ist ja noch gar nicht richtig angekommen. Es gibt jetzt große US-Beispiele, die werden ja auch in Deutschland immer größer, die prominenten Social-Media-Persönlichkeiten. Und man jetzt schon sieht, was die an Eistee und Pizza und sonst was verkaufen können, zum Teil nicht nachhaltig, aber zum Teil kann man sich ja schon vorstellen, dass in der Zukunft das noch alles besser wird. Und dass dann halt Einzelpersonen gelingen könnte, da wirklich brutal neue Marken zu erzeugen, zu dann fast keinen Kosten über ihre Person. Ist das für euch nicht eine Riesengefahr, dass man in Zukunft dann sagt, ja, ihr werdet an den Rand gedrängt, weil Leute kommen da und haben einfach so eine starke Personenmarke? Nö. Ne? Wir leben schon länger in dieser Zeit. Die Leute sind ja letztendlich auch Marken und stehen für etwas. Mhm. Ja? Und in der Zeit leben wir schon länger und das ist das ganz Normale in jedem Markt. Ja? Aber man sieht es jetzt, es kommt aber immer stärker. Aber zum Teil arbeiten wir ja gerade zusammen. Also wir glauben durchaus daran. Ja, aber das ist nicht either or, sondern das ist und. Aber es wird ja schon gefühlt jetzt in dem Bereich immer stärker, ist auf einmal so eine Skims hier, diese Marke von der Kardashian. Ja, sterben ja auch viele Marken. Ja, genau. Ja. Aber die halt sowas nicht haben, die halt ein bisschen... Ja, tschüss. Ja, aber es gibt auch zwei, ich glaube, es gibt auch zwei Dinge. Das eine ist, wird überhaupt ein Produkt, lässt es überhaupt erstmal zu, dass jemand in den Markt kommt? Und wenn du natürlich sagst, ein Eistee ist total einfach, da kannst du überall rummarschieren und jeder füllt dir einen Eistee ab. Total einfach zu bekommen. Also erstmal ist es ja schon mal ein Vorteil, wenn du ein Produkt hast, was nicht jeder produzieren kann. Und das zweite ist, du musst ja als Markenangebot dann auch diese Lücke lassen. Und unser Anspruch muss es ja auch sein, dass wir so aktuell sind und so interessante Themen spielen, dass im Grunde zwar ein Influencer auch kommen kann, aber dass wir die gleichen Themen bespielen und dass wir als Marke so aktuell sind. Also ich glaube, es ist eine Produktseite und auch eine Marke. Es muss für uns eher eine Herausforderung sein, dass wir auch, sag ich mal, die Themen ansprechen und so modern sind wie der coolste Influencer. Wobei das ja für euch super schwierig ist, weil die haben eine Person, die ist viel lebendiger, mehr bessere Storytelling über die Person. Ja, weiß ich gar nicht. Okay. Ich hätte das Gefühl, wenn ich jetzt auf eure Firma gucke, das wäre meine strategische Sorge, dass eines Tages vielleicht Leute kommen und sagen, ich habe jetzt keine Marketingkosten mehr, ich bin jetzt einfach riesengroß mit meiner Reichweite, ich bin auch irgendwo cool und auch jetzt schon noch nicht seit gestern, sondern ich habe eine gewisse Nachhaltigkeit und ich suche mir dann jemanden, der meine Süßigkeiten so produziert, wie ich es gerne haben möchte und dann räume ich den Markt auf und dränge euch zurück. Ich habe versucht zu erklären, dass du erstmal ein Produkt haben musst oder eine Range haben musst, die dauerhaft sich unterscheidet. Ich glaube, das war auch der Versuch, das ab in der Abgrenzung zum Eistee. Das versuchen wir immer. Und Eistee hat das eigentlich... Eistee ist total, also ich schätze Eistee sehr, aber es ist einfach, das ist total einfach abzufüllen. Das Sprudelwasser mit Aroma oder Sprudelwasser mit Tee und Aroma.
So, und das kann dir jeder abfüllen. Ich meine, Mineralbrunnen in Deutschland, da gibt's nicht hunderte. Ja, und das deswegen ist es einfach. Ich nicht so einfach. Nee, ist nicht so einfach, ist auch viel komplexer, viel mehr Fixkosten und gibt's auch viel mehr weniger Kapazitäten im Markt. Aber bei uns ist das Grundthema erstmal, das Produkt muss so komplex sein, dass es gar nicht so leicht ist, das zu kopieren. Also das heißt, euer Burggraben, euer Moat ist dann halt nicht nur die Marke, sondern auch der Produktionsprozess, irgendwie die Herstellung, das Ganze. Ja, wir fangen, das klingt sehr altertümlich, aber wir fangen beim Produkt an. Und das Produkt muss sich differenzieren, das Produkt muss schwierig herzustellen sein. Und dann darauf aufbauend ist natürlich viel sinnvoller zu investieren, weil dann kann ich es ja auch viel länger verteidigen. Ich meine, was ihr ja schon auch wirklich jetzt erfolgreich macht, ihr kauft ja sehr viel zu. Ne? Also an sagen etablierten Marken, die sozusagen auch schon teilweise 40, 50 Jahre alt sind, in Deutschland, im Ausland. Ich habe es gerade, Wick haben sie gesagt, aber es gibt ja eine ganze Reihe von, manche, die sagten mir auch gar nichts, so aus Holland oder aus Frankreich, glaube ich. Worauf guckt ihr da? Was ist da so, wann kauft man? Also erstens gucken wir auf Markenstärke. Zweitens gucken wir auf die Kategorie, ob die interessant ist. Ja, also wir haben ja, natürlich gucken wir als erstes auf Fruchtgummi. Also erste große Akquisition war die Nummer 2 in Frankreich, Lüthi. Und das war eine Firma, die machte auch noch Private Label und machte viel Hardcandy. Und wir haben die konzentriert dann auf Fruchtgummi, weil es eine Wachstumskategorie ist. So einfach ist es. Ja, das haben aber alle vorher nicht gemacht. Sie hatten mehrere Vorbesitzer. Nehme ich jetzt ein jüngstes Beispiel, da wo wir von Nestle Bübchen, also Bodycare, das ist eine tolle Kategorie. Also ist für euch was Neues, ne? Bodycare? Ja, absolut. Bübchen, absolut. Wir wussten auch nicht ganz, ob es klappt, aber wir brauchten was für Drugstores, weil wir, nachdem wir Vicks gekauft haben, keine weiteren Hustenbonbons mehr kaufen konnten und damit in Drugstores am limitiert waren, wollten da größer werden und so ist es gekommen. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, wir haben natürlich auch sofort eine etwas aggressivere Wettbewerbshaltung eingenommen, weil wir eben eine Kampagne gemacht haben, Erdöl, nein, danke, weil wir kein Paraffin haben. Paraffin ist das, woraus Teelichter bestehen und die größten Wettbewerber haben es. Ja, da kennen Sie vielleicht auch so ein bisschen ein Muster, wie wir vorgehen. Schon aggressiv. Und uns durch eine positive Eigenschaft unterscheiden. Und zwar auch das ist ein Dirty Little Secret, ja. Dass andere da eben so Teelichter aufs Baby schmieren. Ja. Also das heißt, ihr das dauert aber, bis das Bewusstsein da ist. Da wird es auch noch, na, sagen wir mal, rechtliche Auseinandersetzungen. Kennen wir alles von Gelatine. Ja, das ziehen wir aber dann durch. Und das wir sind tief davon überzeugt, dass unser Produkt das Bessere ist. Ja, und das versuchen wir klar zu machen. Also, aber das heißt, eine Seite aus eurem Playbook heißt auch schon, sozusagen durch bei euch positive Eigenschaften, die eure Produkte haben, euch dann abzugrenzen, ja, und das doch klar zu kommunizieren. Ja, wir stellen aber auch Sachen um. Wir haben zum Beispiel alle Packungen, oder also dieses ja meistens auf Plastikflaschen von, wo Bübchen drin ist, haben wir alle auf recyceltes Plastik umgestellt. Muss nur weiter Plastik sein, weil die viele flüssig sind und natürlich da kannst du schlecht in Pappe abpacken. Aber by the way, die Displays sind aus recycelter Pappe. Ja, wir versuchen, ist doch klar, die Zielgruppe, die das macht, die hat ein Rieseninteresse an Nachhaltigkeit, wenn ich gerade ein Kind geboren habe. Ja, ich guck mal Gegenüber jetzt an. Ja, ich habe auch mal, ja. So, und das machen wir. Und das machen wir auf der Suche natürlich nach Differenzierung, auf der Suche nach Zukunft, aber auch aus tiefster Überzeugung. Weil wir das alles bei Katjes alles schon mal gemacht haben. Und wenn wir in so eine neue Company reinkommen, ja, andere fällt vielleicht was anderes aus. Die meisten fällt ja immer als erstes mal ein, Leute rausschmeißen. Tun wir nie. Im Gegensatz, wir suchen meistens Leute. Ja, wir haben andere Herangehensweise, weil wir eben nicht einen Exit wie ein Private Equity nach 5 Jahren brauchen. Wir brauchen gar keinen Exit. Oder wir haben da ja drüber gesprochen. Haben wir einen anderen Exit? Ja, ja, wie ich vorhin gesagt habe, unser Exit sind die Kinder. Ja, also dazu müssen wir nochmal sprechen, wie das dann sozusagen weitergeht. Ich wollte noch einmal, auch das hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, dass es ja schon auch bei den Übernahmen so ist, dass ihr guckt, was kann man so Carve-out-mäßig übernehmen. Carve-out im Sinne von, was woanders rausgeschnitten wird, weil es da nicht funktioniert. Das kommt dann zu euch und ihr kriegt es dann hin. Ja, das ist meistens sehr einfach. Die großen Konzerne, ob das jetzt Nestle, wo wir Bübchen von gekauft haben, oder Vicks Bonbon von Procter & Gamble, oder wir haben jüngst ja die Zahnpasta von Henkel gekauft,
die gehen alle auf internationale Marken. Macht auch für die total Sinn. Und so eine regionale Marke, ich nehme jetzt mal Bübchen, Marktführer in Deutschland, aber sonst nirgends, ist für jemanden wie Nestle irrelevant und hat auch nicht die nötige Aufmerksamkeit. Ist auch völlig richtig. Die haben einfach andere Prioritäten. Und genau darauf sind wir spezialisiert. Man hört dann in der Szene, da irgendwas läuft nicht so richtig und dann greift jemand zum Hörer. Ja, wir gehen oft auch ganz simpel über Interviews. Da wird ja oft viel, in Interviews wird ja oft viel verraten, fast noch mehr als in Podcasts. Und da steht dann ja oft drin, ja, überlegen diese nationalen Marken vielleicht, bla bla. Und dann gehen wir. Und ist denn noch eine andere Kategorie für euch denkbar? Jetzt neben sozusagen meiner Laienbeschreibung, würde ich sagen, auf einmal Pflegeprodukte, Hübchen und Süßigkeiten. Kommt noch was Drittes? Könnte sein, muss aber eine sehr tolle Marke sein. Wir gehen ja immer von der Marke aus. Aber welches Segment wäre gut? Wo würdet ihr noch was? Ich glaube, wir sind da gar nicht. Sie erwarten, dass wir so strategisch sind, dass wir da diese Segmente analysieren und sagen, das ist jetzt ein Wachstumssegment, das wollen wir rein. Das ist bei uns eher so, wenn sich die Chance im Bereich First Moving Consumer Good ergibt, dann schauen wir uns das an. Also im Grunde, es muss eine Marke sein, die eine tolle Geschichte hatte. Es muss Fast Moving Consumer Good sein. Und dann passt das in unser Schema. Und dann ist das im Grunde ähnlich. Also viele denken immer, Bübchen vermarkten wäre so total anders als Katjes vermarkten. Das Grundinstrumentarium ist ja gleich. Der Verkäufer am Ende ist der gleiche, der Handel. Der Konsument ist ein ähnlicher. Der denkt nur in unterschiedlichen Kategorien, wenn er einmal in das oder in die Kategorie greift. Aber sonst ist das nicht so unterschiedlich. Ich glaube, was wir uns nie zutrauen würden, wäre jetzt irgendwie Autos oder Maschinen zu verkaufen. Ja, das wäre dann wirklich zu weit. Aber Fast Moving Consumer Goods so als Begriff, das passt. Ich hätte immer gedacht, dass Firmen wie ihre ein größeres Problem bekommt in dem Moment, wo Fernsehwerbung nicht mehr so funktioniert, weil man halt also dann halt nicht mehr die Marken so aufbauen kann, so einfach, Fixpreis, man zahlt beim Fernsehen TKP, dann wird man da millionenfach gezeigt und dann kaufen die Menschen im Lebensmitteleinzelhandel eure Sachen und dann ist der Handel happy und dann kauft er nach. Das System ist jetzt ja in dem Moment gestört, wo Fernsehwerbung nicht mehr so weit funktioniert. Und ihr geht jetzt sogar selber da raus. Dass man sozusagen jetzt über digital so stark auch Abverkaufsdruck aufbauen kann, wie den braucht, überrascht mich. Ja, aber du hast ja gerade selber das beste Beispiel gebracht. Du hast nämlich die Influencer gebracht und gesagt, die bringen ja heute Marken in den Markt. Die haben ja nie TV-Werbung gemacht. Ja. Und die gibt's nur durchs Internet. Und trotzdem können die sogar eine Marke etablieren. Warum sollen wir das nicht auch so machen? Weil die Generation Influencer, über die wir gerade sprachen, witzigerweise, Joko, Martin Rütter, sind ja auch über das TV groß geworden. Also sind selber wiederum. Ja, guter Punkt. Aber das ist eben die digitale Möglichkeit. Es geht ja im Grunde um Bekanntheit schaffen in einem spezifischen Segment. Und ich glaube, es ist andersrum. Du hast über TV ja viel mehr Streuverluste. Ich glaube, die Markteintrittsbarriere durch TV in den Konsumgütermarkt war doch viel größer früher. Ja. Weil du musstest ja erstmal eine Kampagne von x Millionen machen können. Heute bei Online- und digitalen Medien kannst du ja eine spitze Zielgruppe viel besser erreichen. Aber ich hätte gedacht, dass es für euch viel teurer wird, weil ihr müsst jetzt ja im Auktionsverfahren bei Instagram und TikTok überall sozusagen den Kontakt ersteigern und tretet da ja an, nicht nur gegen andere Haribos dieser Welt, sondern halt auch gegen irgendwelche Reiseanbieter oder Firmen, die was ganz anderes machen wollen mit dem Kontakt. Und das müsste in der blanken Theorie viel teurer werden. Das wäre die indirekte Frage nach der Kostenstruktur. Und da sind wir ein bisschen zurückhaltend. Ja, okay, aber ich meine, die Theorie ist doch so, oder? Oder mache ich einen Denkfehler? Wenn die Theorie so ist, dann ist die Theorie so. Ne? Na gut, okay, ich nehme es ja nur mit. Also immerhin, nochmal, wir sprachen gerade über Haribo und habt gesagt, die machen einen super Job. Aber ich habe jetzt auch in der Vorbereitung mir das mal angeguckt. Ich war ganz überrascht, die sind ungefähr 3 Milliarden Umsatz. Ihr seid jetzt so 800 Millionen, aber seit den letzten Jahren seid ihr ja von, haben wir darüber gesprochen, irgendwas zweistellig im Hohen auf 800 Millionen rangewachsen. Auch ja, aber mit vielen Akquisitionen. Okay, aber, und das haben die nicht gemacht. Das muss man fairerweise sagen. Die sind aber komplett konstant bei 2,8, 2,9. Nö, ich glaube, die sind auch gewachsen. Die wachsen auch. Aber nicht so stark. Ja, die hatten auch vorher eine höhere Basis. Ach, es ist auch so, lass uns, wenn du Infos zu Haribo haben willst, führ mit denen Interview. Wir können aus unserer Sicht sagen, das ist ein toller Laden, der wird gut geführt, die bauen auch Anlagen und wenn jemand Anlagen baut, zeigt es ja immer, dass die auch irgendwas richtig machen. Ich hätte nur gedacht, dass die deutlich größer sind, weil ich jetzt im Sommer in den USA unterwegs war und selbst in irgendwelchen kleinen Läden in den USA auf einmal liegt da Haribo rum. Wann ist da endlich was von Katjes? Gute Frage. Wir bauen ja jetzt gerade. Wenn wir wieder Kapazität haben, dann können wir auch wieder mehr verkaufen. Im Moment sind wir auch, kann man sagen, ja ausverkauft.
Insofern. Das ist auch geil eigentlich. Und es gibt auch keine Partner, dass ihr sozusagen mit irgendwelchen anderen Herstellern zusammenarbeitet, die für euch produzieren. Ihr macht alles selber. Ja, absolut. Wir glauben total an Produktion. Wir haben das bei Bonbons ganz am Anfang mal anders gemacht. Als wir die ersten Marken übernommen haben, haben wir das extern produzieren lassen. Und wir dachten auch, wir machen das jetzt mal so wie Nike. Tolles Marketing, super Vertrieb. Aber haben gelernt, dass wenn du selber produzierst, bist du einfach doch näher am Produkt. Ja? Und viele machen es ja nicht und auch heute versuchen das noch. Aber diese Nähe zum Produkt, zum Produktionsprozess, die ermöglicht dir auch einfach innovativer zu sein. Produziert ihr denn noch sozusagen als White Label für den Handel, dass ihr sozusagen Sachen von euch unter? Kaum. Ja, ein kleiner Teil, aber das ist unter 10%. Deutlich unter 10%. Das heißt, am Ende ist eure Herausforderung jetzt auch erstmal wieder Cash freizusetzen, um dann halt Anlagen bauen zu können, um eure Produktion erweitern zu können. Genau, der Cash ist da, aber die Anlagen brauchen halt länger, damit sie geliefert werden. Und wenn das dann mal fertig ist, dann könnte man sich auch vorstellen, dass ihr auch wirklich in die USA geht vielleicht? Ja, du, das ist jetzt gar nicht, wir wachsen international, wir wachsen auch international sehr stark. Absolut. Und da geht aber man mehr in Europa. Ja. Ja. Und da geht man Markt für Markt natürlich an und muss jetzt unsere Story aus Deutschland im Grunde auch im Ausland erzählen, weil die ist genauso relevant. Okay, was sind dann noch so Märkte, auf die man guckt? Also was sind große? Also große Märkte sind für uns England, Holland ist für uns ein großer Markt, die deutschsprachigen Länder sind für uns ein großer Markt und in anderen Ländern, das ist ja, wie Sie wissen, bei der Karte International so, sind wir ja auch lokal mit Marken. Also wir sind in Frankreich mit einer Marke, wir sind in Italien mit einer Marke. Insofern sind wir in Europa, würde ich sagen, mittlerweile sehr gut repräsentiert. Und man kann ja, glaube ich, auch bei euch sozusagen mit investieren auf eine indirekte Art. Es gibt ja, um das ganze Wachstum zu finanzieren, die Akquisition, den Anlagenbau, macht ihr nicht nur aus dem Cashflow, also aus dem Ergebnis? Die Deutschland, wo wir die ganzen Anlagen bauen, die ist ganz normal, konservativ, mit hohem Eigenkapital. Von der Bank finanziert. Und vom Hauptgesellschafter. Ja, da gibt es keine Anleihen. Genau. Bei der Katjes International, Katjes Greenfoot gibt es Anleihen, weil wir das als für Akquisitionen nehmen. Das ist immer sonst schwierig zu finanzieren. Ja, weil das ja oft im Ausland und so weiter. Das kannst du nicht mit der Sparkasse Rhein-Maas machen, wo wir sonst hauptsächlich zusammenarbeiten. Und Anleihen ist im Grunde ja ein Kredit. Ja. Wir machen das ja schon seit 2011, haben jetzt das vierte Mal refinanziert. Deswegen. Also alles mal für alle Hörer, die das vielleicht nicht so geläufig haben. Anleihe heißt, ihr gibt am Ende für Privatleute, können zur Bank gehen und sagen, ich möchte gerne die Katjes International Anleihe Jeder zeichnen. Jeder kann ab 1000 Euro dabei sein. Und die gibt es dann aktuell, gibt es glaube ich knapp 4%. Nee, war die davor. Leider sind ja die Zinsen hochgegangen, jetzt haben wir 6,5%. 6,5% Zinsen zahlt ihr, also dann auch für den Anlegern, dafür geben die euch das Geld und ihr kauft dann damit diese Firmen im Ausland zum Beispiel. Genau. Und wir müssen mit den Ergebnissen die 6,5% schlagen, das tun wir. Was war die größte Akquisition, die ihr da jemals gemacht habt, so umsatzmäßig? Oder vom Volumen her? Also, ich würde sagen, warte mal, wo haben wir am meisten bezahlt? In Italien, als wir Spallari gekauft. Was produzieren die? Die machen Süßwaren, machen auch Fruchtgummi, Bonbons, sind ganz stark im Weihnachtsgeschäft, also Torone, weiß nicht, ob das alle kennen. Ja, das ist so ein weißer Nougat, typisch in den südlichen Ländern. Wir haben da jetzt auch gerade noch eine Panettone-Fabrik dazu gekauft, aber immer Marken und sind Marktführer auch beim Weihnachtsgeschäft in Italien. Das war unsere größte Akquisition bisher, muss man sagen. Und man zahlt in eurem Segment immer so Größenordnung 10 bis 12 Mal das Ergebnis einer Firma als Kaufpreis? Zahlt man generell, ja. Also ihr am liebsten natürlich ein bisschen weniger, ist mir schon klar. Aber es ist so. Und das ist oft nicht so einfach. Für was zahlst du, welche Bestände sind drin oder sowas, das ist nicht so immer ganz glasklar. Das heißt, bei Joko, lass mich kurz die Mathematik machen, bei 300.000 Jahresüberschuss wären das dann gewesen 3,6 Millionen, die Joko hätte. Wobei, die Basisjahresüberschuss ist schon niedrig. Also vielleicht. Sie sind doch mit Joko so gut befreundet. Dann sollten Sie ihn doch besser fragen und nicht uns. aber ein paar Millionen war die Jokolade-Firma trotzdem wert. Das muss man dann schon sagen. Das ist ja, glaube ich, unstrittig dann. Ne? Absolut. Und um das auch nochmal hochzurechnen, ich weiß auch, das ist kein Lieblingsthema wahrscheinlich von Ihnen, aber bei einer Firma 800 Millionen Umsatz, sagen wir mal 10% Rendite, nehmen wir mal ganz grob an, 80 Millionen mal 12 wären dann so knapp 1 Milliarde Firmenwert, der hier steht. Wahrscheinlich sogar mehr, weil das Wachstum ist ja super. Und dann Das interessiert uns null. Mhm.
Wirklich? Null. Ja. Nee, es interessiert nicht, weil es ist ja am Ende, wie wir gesagt haben, wir wollen es irgendwann an die Kinder weitergeben. Was uns wichtig ist, dass wir da tolle Marken in dem Unternehmen haben, weil Marken schaffen ja auch eine gewisse Sicherheit. Und das Zweite ist, dass das einfach auch gut läuft. Und das ist uns, also dass wir wachsen. Und deswegen, das ist ja die zweite Frage immer bei Wachstum, ist ja nicht nur einfach eine EBITDA-Multiple, sondern es ist ja die Frage, wächst der Laden oder geht es zurück? Das macht ja auch eine wesentliche Bewertungskriterium aus. Absolut, ja. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, also diese 1 Milliarde Bewertung ist sehr konservativ, weil bei dem Wachstum, was ihr habt. Und, ja, machen wir uns wirklich null Kopf drüber. Nee, deswegen, für uns ist es, glaube ich, einfach nur wichtig, dass wir zeigen, wir wachsen. Und dieses Wachstum und diese Marken, die übergeben wir irgendwann den Kindern, ob wir jetzt X oder Y machen. Aber wir haben natürlich einen beruflichen Ambitionen, ja? Und wir haben gelernt über die Zeit, dass eigentlich viel mehr drin ist, als wir ursprünglich erwartet und haben. Es ist unsere Verpflichtung, auch rauszufinden, was können wir noch entwickeln, ja? Das ist das, was uns eher treibt. Was gibt es an Gelegenheiten? Daran muss man sich messen. Man muss sich nicht messen an irgendeinem fiktiven Wert, sondern wie gut ist man? Was kann man machen? Und was kann man gestalten? Das ist toll. Und ich meine, ihr habt ja zu diesem Zweck eine Firma, also die Cutty's Green Food, das ist sozusagen die dritte Säule neben dem Stammgeschäft und Deutschlandgeschäft und dann international mit den ganzen Akquisitionen. Und dann als drittes, da sind dann eine Beteiligung drin, wo dann euch auch nur mal ein paar Prozent gehören. Ja. Haferkarte habe ich gesehen, mein Müsli jetzt seit neuestem. Ja. Und auch da wollt ihr nicht jetzt typisch wie so ein Venture Capital Fonds agieren und sagen, wir halten das 3, 4, 5 Jahre und dann verkaufen wir es mit Gewinn? Sondern wir nicht, müssen wir aber manchmal, weil wenn man Minderheit ist, kann man ja nicht allein entscheiden, sondern ganz oft ist dann da so eine sogenannte Klausel, ne? Der Klausel drin, das heißt, wenn der Mehrheitseigentümer verkauft, müssen wir mitverkaufen. Mussten wir jetzt noch nicht, aber das kann natürlich immer passieren. Aber unsere Intention ist es nicht. Wir sind kein Fonds. Das ist das Erste. Ein Fonds nimmt ja fremdes Geld auf und muss eine gewisse Rentabilität. Haben wir nicht. Wir wollen, dass die Marken sich gut entwickeln. Wegen uns wollen wir da sehr lang. Und wenn es immer eine Gelegenheit gibt, dann versuchen wir meistens dazu zu kaufen. Und was hat euch jetzt an My Müsli fasziniert? Weil ihr das vor einigen Monaten seid ihr mit 10% bei My Müsli eingestiegen. Ja, so fantastische Marke. Fantastische Marke. Wir gehen immer auf tolle Marken und das ist eine der Marken, die jeder kennt in Deutschland und die fast alle gut finden. Ja? Also ein bisschen so das Prinzip von LVMH Asch im Modebereich, also wo der Bernard Arnault da auch gesagt, irgendwie Luxusmarken kaufe ich irgendwie alle und so ein bisschen seid ihr da sozusagen das für ja, den... Ja, in dem Fall bei der Green Food geht es ja darum, dass wir sogenanntes Future Food kaufen, das sind also vegane Marken oder glutenfreies Brot haben wir gekauft, ja, und Müsli passt, und das ist ja Bio-Müsli, passt da natürlich perfekt rein, ne? Habt ihr verfolgt, was der Frank Thelen gemacht hat? Der war kürzlich im Podcast und ich bin schon auch ziemlich beeindruckt, kann da viel Kritisches über ihn sagen, aber was er da geschaffen hat mit den ganzen Lebensmittelmarken, also mit Ankerkraut, den Gewürzen oder mit der Y-Food oder auch mit diesem Air-Up, diesen Getränken, das sind ja alles innerhalb von kurzer Zeit sehr wertvolle Firmen geworden. Auch zum Teil sieht man das ja durch den Verkauf. Habt ihr das gesehen? Hast du das auch ein bisschen inspiriert sozusagen, was gerade im Lebensmittelbereich generell passiert? Also erstmal macht er das wirklich hervorragend. Und bei uns war es so, was wir auch gesehen haben, ist, was Herr Bachmüller so andeuten wollte, dass irgendwie so eine Food Revolution im Markt stattfindet. Ja? Vor 20 Jahren, wenn man dann einen Bewerber fragte, was kennen Sie denn oder was interessiert Sie denn? Ja, ich finde das so super, dass im Lebensmittelmarkt so viel passiert. Und dann fragt man ja, welche Innovationen kennen Sie denn? Und dann kam nichts. Ja. So, und wenn dann jemand wirklich gut vorbereitet war, dann sagte der Red Bull. Und das war's. Ja, und das ist jetzt anders, ja, weil genau, wie Sie auch vorhin sagten, das ist. Das Thema Auseinandersetzung mit Lebensmitteln ist eigentlich viel relevanter geworden und wir haben den Markt gesehen, haben das so eingeschätzt, es findet eine Food-Revolution statt und wollen wir da jetzt zuschauen oder wollen wir Teil dessen sein? Und dadurch haben wir die Cutty's Green Food gegründet und uns entschieden, dass wir da in tolle neue Konzepte, die einfach einen Markt ändern, weil wenn man Haferkater, Sie sprachen das gerade an, das ist ja einfach toll, weil man hat Systemgastronomie, wo man sich absolut vernünftig ernährt. Ja, nimmt ein Porridge mit Nüssen drauf, frischem Apfelmus, das selber gemacht ist, schmeckt gut, ist gesund und ist eine vernünftige Ernährung und muss man nicht zum Bäcker, den es ja an jeder Ecke gibt. Und das begeistert uns, wenn jemand wirklich so einen Markt, so einen Frühstückmarkt komplett verändert.
Und wenn man das so sieht, auch wie viel Wandel in dem Lebensmittelbereich da gerade passiert und wie ihr da Kompetenzen habt, ist man dann nicht trotzdem versucht zu sagen, alles, was wir machen, müssen wir hart erarbeiten, aus dem Cashflow müssen wir Anleihen begeben mit 6% Zinsen und so. Ich meine, es gäbe ja auch Möglichkeiten zu sagen, wir geben halt mal 20% an die Börse und holen uns da mal richtig viel Cash oder an irgendeinen Fonds oder so. Und dann hättet ihr noch viel mehr Möglichkeiten, an diesem aktuellen Trend mit zu partizipieren. Ich glaube gar nicht, dass unser Wachstum durch das Kapital jetzt eine Restriktion hat, sondern es ist mehr, dass es Möglichkeiten gibt und dass es weitere Ideen gibt. Unternehmen zu kaufen ist ja nicht so, dass man einfach durch die Gegend geht und sagt, so, ich habe jetzt hier einen Scheck und verkaufen Sie, sondern da muss es Möglichkeiten geben. Und ich glaube, alles, was uns sozusagen angeboten wurde bisher, was wir sehr interessant finden, das haben wir auch irgendwie hinbekommen. Ich glaube nicht, dass das Kapital das Problem ist. Spürt ihr die Konjunktur? Also jetzt alle reden ja von sozusagen Rezession in Deutschland. Ist das was ihr dann auch? Nein, wir spüren das überhaupt nicht. Es ist auch so, dass wir sind eher eine vergleichsweise konjunkturunabhängige Kategorie mit Lebensmitteln. Das bedeutet auch, dass wir nicht diese Riesen-Hypes haben, wie andere Branchen die haben, sondern bei uns ist es eher so ein stabiles Geschäft. Und wir spüren die nicht, wo wir es gespürt haben oder wo es der Markt als Ganzes gespürt hat, war natürlich die Inflation. Dass die Rohstoffe alle immens gestiegen sind und dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen musste. Aber da haben wir uns auch entschieden, dass wir irgendwo so eine, ja, irgendwie den Teil dessen auch selber schlucken und einen Teil dann weitergeben und dabei weiter einen sehr fairen Preis im Markt haben. Wie lange macht man seinen Job jetzt? Sind jetzt 66? Ja. Also die gesetzliche Rente fängt nächstes Jahr an. Ja, aber ich bin gar nicht in der Rente. Ich bin ja Unternehmer und Selbstständiger. Ich bin nicht in der Rentenversicherung insofern. Also, fängt für mich leider nichts an. Also leider oder Gott sei Dank? Oder? Nein, war ein Scherz. Also, aber was heißt man macht den so lange, wie man es gut kann. Also, ja, und ich halte gar nichts von dem Spruch, aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist der dümmste Spruch der Welt, würde kein Fußballer machen. Ja, und ich auch nicht. Aber irgendwann wird man natürlich auch schlapper und langsamer oder sowas. Aber das ist noch, das habe ich das Gefühl, ist noch mehr als mindestens 5 Jahre entfernt. Weiß ich nicht, man soll nicht so, die Leute, die anfangen und sagen, sie wissen genau, was sie mit 70 oder 75 machen, die, das ist übertrieben. Aber ich, um mal ein abschreckendes Beispiel, ich werde sicher nicht wie manche andere bis 90 machen. Okay, und gibt es schon die nächste Generation? Also wird dann irgendeiner wahrscheinlich da ihre schauen Kinder wir dann sein. Aus. Man muss dazu sagen, es werden jetzt nicht alle 8 Kinder dann in die arme Firma kommen, sondern es werden 2 kommen. Ja. Okay. So, und die werden alle gut ausgebildet. Hanfastins Tochter ist gerade in Harvard, da sieht man schon, dass okay. da ein gewisses Talent ist da. Talent da ist, ja. Ja, also ich glaube, wir machen es im Moment ja. Machen wir es, glaube ich, noch gut und so lange können wir es auch noch ein paar Jahre machen und dann wachsen irgendwann die Kinder nach und wenn die gut genug ausgebildet sind, dann ist das auch der natürliche Weg, dass sie es übernehmen und wahrscheinlich dann auch irgendwann besser machen als wir. Zumindest, wenn wir dann in dem Alter sind. Ja. Vor kurzem war sogar Herr Scholz zu Gast. Ja, ich wollte noch eins zu dem Nachfolge, das wieder ist mir wichtig, weil wir ja eine Doppelspitze sind, stellt sich die Frage auch nicht so extrem wie so in anderen Firmen, wo es so einen Kernfigur gibt, ja, und da, wo das dann irgendwann Druck auch aufbaut, ja. Wir arbeiten da zusammen und ich sag mal, wenn ich jetzt morgen nicht dazu in der Lage, wird die Firma auch weitergehen. Ja, das ist nicht, der Druck ist ja nur geteilt, ja. Und das beruhigt mich, ja. Kann ich nicht verstehen, aber ja. Also ganz kurz, wie kommt der Kanzler zu Ihnen? Ja, wir haben ein großes Werk, eben unsere Bonbons, die, also Salos oder Wick-Bonbons, die machen wir in Potsdam. Da haben wir eine eigene Fabrik für gebaut, weil das eine ganz andere Art zu produzieren ist. Und das ist ein Wahlkreis und der direkt gewählte Abgeordnete ist der Bundeskanzler. Aha. Also ein ganz besonderer Wahlkreis und der macht dann ganz ordentlich, wie so ein richtig eifriger Abgeordneter, macht er eine Sommerreise in seinem Wahlkreis und besucht verschiedene Unternehmen. Und da wir da eher eins von den größeren sind, hat er uns auch besucht. Und was fragt er wahrscheinlich so ein bisschen nach, was man sich wünscht irgendwie oder was man braucht? Und ja, man wir so hatten die Gelegenheit, sieht. Das war eigentlich, er hatte seine 2 Wahlkreismitarbeiterinnen, also nicht der vom Kanzleramt, sondern seine, die da vor Ort sind. Dabei und wir hatten dabei eben
den Werksleiter und den Betriebsratsvorsitzenden. Und was haben die sich gewünscht? Also was wünscht man sich vom Kanzler? Nö, wir wünschen da gar nichts. Wir machen das gar nicht so sehr. Der hat sich, viele Unternehmen, wenn der Kanzler kommt, meinen, sie müssen sich groß was wünschen oder sagen, mal richtig die Meinung sagen und sowas. Wir sehen ihn als Gast, freuen uns und unterhalten uns. Und er war, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ein ganz normaler Mensch, hat auch erzählt, wie er früher Arbeitsrechtler war und wo er auch Berührung zum Handel hatte. Ich glaube, es war sogar irgendwie so eine Handelsgenossenschaft, wo er auch gearbeitet hat. Das war interessant und wir erzählen, wie wir uns das Geschäft machen. Und da wir ja, was da drüben nicht so häufig ist, voll Tarifbindung machen, mehrere übertarifliche Zulagen auch zahlen und ständig neue Leute einstellen, sag ich mal, hat ihm, glaube ich, eher gefallen. Ja? Wie ist denn Ihr unternehmerischer Blick auf Deutschland? Also ich meine, wenn man so jetzt auch langfristig denkt, im Sinne von, wir halten die Firma eigentlich nur warm für die nächste Generation, dann muss man ja auch ein hohes Vertrauen haben in das Kernland, in dem die Firma sitzt. Ist es so oder macht man sich ein bisschen Sorgen? Ja, also wir machen uns überhaupt keine Sorgen. Also wir finden Deutschland erstmal ein großes Land und wir haben ja viele Unternehmen auch im Ausland und dadurch erlebt man auch viel im Ausland. Und wenn man dann zurückkommt nach Deutschland, sagt man immer, so schlecht ist es gar nicht. Ja, also es ist ja immer so, wenn man irgendwie nur in seinem eigenen Tunnel ist, dann vergisst man manchmal, wie sieht es denn eigentlich drumherum aus. Aber ich meine, wir können egal wo in Deutschland ins Hotel gehen, unsere Joggingschuhe auspacken, aus der Tür rausgehen und rumjoggen. In wie vielen Ländern kann man das? Ja, wir haben hier, finde ich, auch ein Steuersystem, was in Ordnung ist, weil irgendwie alle Steuern zahlen müssen und diesen Laden am Laufen halten müssen. Finde ich auch gut. Wir haben ein Bildungssystem, da schimpfen immer alle drüber, aber in vielen anderen Ländern, da gibt es ein Bildungssystem, was ganz schlecht ist und das andere können sich nur viele Leute mit viel Geld leisten. Und das haben wir alles in Deutschland nicht. Wir haben tolle Schulsysteme, wir haben tolle Autobahnen, wir haben einen funktionierenden Staat, deswegen... Ich finde, das ist ein tolles Land. Nur wir müssen aufpassen, dass wir das nicht mehr schlecht reden, dass wir uns immer kleiner machen. Ja, ich bin absolut glücklich in diesem Land und ich freue mich auch nach jeder Reise, wenn ich wieder nach Hause oder nach Deutschland komme. Also das Kernargument, was ja aktuell so dann in mein Feld geführt wird, sind die Energiekosten. Nach dem Motto, also wir haben jahrelang davon sehr gut gelebt, dass wir so günstig Energie kaufen konnten. Das ist jetzt vorbei und jetzt wird die Industrie dann auch abwandern und dann wird es richtig problematisch. Also ich meine, ihr habt ja eine Nähe zu Energiekosten, die sind ja bei euch jetzt wahrscheinlich nicht so entscheidend wie in der Chemie oder so, aber ein bisschen was ist ja auch, auch da ist das kein Problem? Doch, Energiekosten sind für uns auch ein Thema, die müssen wir auch jetzt erstmal wieder in Anführungsstrichen verarbeiten und müssen da Lösungen finden. Aber ich sage das mal so, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir ja auch ein bisschen auf Pump dieser Welt gelebt. Wir haben Gas billig bekommen, wir haben das alle verballert, der CO2 geht in die Welt. Und haben gesagt, das ist alles gut so. So, und jetzt, ich finde das auch ein bisschen schnell. Ich fände es manchmal ganz gut, wenn es ein bisschen langsamer wäre. Aber die Grundansatz, dass, weil das jetzt alles früher mal so billig war, aber im Grunde für die Welt miserabel, kann ja nicht der sein, dass es so weiterlaufen muss. Und das andere ist, ich glaube, wir Deutschen haben es auch irgendwo immer geschafft, mit vielleicht schwierigen Bedingungen dann auch Dinge gut hinzubekommen. Wenn man die Schweiz sieht. Da sieht man, die haben hohe Löhne, da ist alles an sich schwierig. Das Land dürfte ja gar nicht funktionieren. Und der Laden läuft super. Warum? Weil die Dinge irgendwie dann doch besser machen. Und das muss ja auch unser Anspruch sein. Weil über Skalierung kommen wir mit so einem kleinen Land natürlich nicht. Also Bildung ist wahrscheinlich ein Kernasset. Ja, und das finde ich toll bei uns. Wir sind gerne Unternehmer in Deutschland. Und auch optimistisch in die Zukunft. Das ist, also, höre ich gerne, weil ich meine, das ist ja durchaus auch in vielen Gesprächsrunden und Talkshows, wo man das alles anzweifelt und sagt, das ist irgendwie, wir stehen vor ganz großen Problemen. Ja, man muss da auch rein faktisch sein. Ja, vielleicht gibt es hier und da ein Thema, aber wenn man sich mal die Zahlen alle zusammen dann anguckt und alle gesagt haben, wir haben jetzt ein Riesenthema in Deutschland und dann geht es um 0,3 oder 0,4 hoch oder runter. Das ist nicht super, man muss mehr wachsen und da müssen wir auch die Voraussetzungen für schaffen, aber es ist jetzt eigentlich eine Vollkatastrophe. Und so wird es immer dargestellt. Wir sind da deutlich positiver. Und ich finde, ich nehme das mal auch als Beispiel, wir haben noch einen tollen Mittelstand. Wir haben einen riesen Mittelstand. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viel Mittelstand. Was haben wir da? Unser Garten in vielen anderen Ländern, da wachsen 4 große Tulpen und das ist die Industrie. Und bei uns ist das ein Garten voller Blüten.
Ist doch herrlich. Und da weiß man nur nicht genau, welche Blüte nachher hochkommt. Aber ich habe lieber ein Land, wo wir ein großes Feld an Blüten haben. Und wir haben in Teilen auch ein super Ausbildungssystem. Also dieses duale System, wir bilden ja sehr viel aus, finden wir super. Ja, absolut. Also unser Produktionschef, das ist praktisch ja einer nach als uns beiden mit wichtigsten in Deutschland, der hat mit mir angefangen, damals als Auszubildender, ja, und hat sich dann hochgearbeitet. Super. Ist denn generell, ich meine, sind ja auch sehr vernetzt im deutschen Mittelstand, also man kennt sich ja wahrscheinlich mit vielen anderen Unternehmerfamilien, ist das generell auch da, ohne dass man die jetzt ja viel fragt oder die auch viel reden, auch generell vielleicht der Sicht positiver, als man das so nach den Fernsehtalkshows vielleicht meinen könnte? Ich glaube, die Stimmung ist so mittel. Ja, wir sind aber da eher anders. Ja, ich glaube, die Stimmung ist so mittel. Also Industrien sind auch anders, deswegen will ich da auch gar nicht, ich sehe das natürlich jetzt erstmal aus unserer Sicht. Aber die Welt ist auch ein bisschen so, wie du sie siehst. Und wenn man sich den ganzen Tag sagt, alles ist schlecht, dann ist es auch schlecht. Und wenn man sich aber dann jeden Tag sagt, alles ist gut, dann wird es auch besser. Dann wird auch schlecht und noch nicht gut, aber ein bisschen muss man sich auch selber konditionieren. Habt ihr eigentlich Angst vor Regulierung? Ich meine, wir haben ja jetzt erlebt, dass, sag mal, was im Tabakbereich in den letzten Jahrzehnten so schrittweise passiert ist, im Alkoholbereich ist es auch. Und ich bin jetzt Laie, aber ab und zu liest ich mal so einen Artikel über Zucker und so. Ist das eine Sache, die euch Sorge macht als anderes? Ernährung ist ja viel komplexer. Ne? Das ist, bei Alkohol ist es ja ganz leicht, das ist ein Nervengift. Und bei Zigaretten ist es auch ganz leicht, das ist krebserregend. Aber Lebensmittel sind ja viel größer. Also willst du jetzt bei einem Fleisch sagen, es darf in Zukunft keine Sauce Bernays mehr geben und die Pommes frites, die müssen auch abgeschafft werden und ihr dürft nur noch Wasser trinken. Ich glaube, dass, was es doch geben muss, ist, dass man dem Konsumenten ein breites Angebotsspektrum bietet, dass er A, B oder C kaufen kann und dann das entscheidet. Aber wenn wir so weit kommen, dass wir wieder eine Einheitszahnpasta hatten, wie in einem Teil von Deutschland nach dem Krieg, ich glaube, das ist es nicht. Ja. Okay, verstanden. Aber ich meine, das ist ja schon auch irgendwie, wenn man jetzt versucht, diese Firma zu greifen, dann denkt, was sind denn so vielleicht die Risiken, dann wäre das jetzt eins, das mir so eingefallen ist. Ich glaube, dass da sehen wir, glaube ich, kein Risiko. Ich glaube auf jeden Fall, dass es gut ist, wenn man Menschen Wahl lässt und nicht verbietet. Ich glaube, keine Partei in Deutschland wird erfolgreich als Verbotspartei. Was sind denn da dann machen ja manche Parteien gerade eine Erfahrung. Ja, ich ahne, wen du meinst. Ja. Jetzt habe ich versucht, Fernsehwerbung, Influencer als Risiken aufzubauen, jetzt Regulierung. Ihr habt ja, alles erklärt. Aber was sind denn die Risiken? Also wenn ihr sagt, das sind sie nicht, nee, habe ich jetzt auch verstanden. Nee. Gibt es denn Risiken für Geschäfte, wo ihr sagt, Mensch, Pubu, nein, da müssen wir aufpassen? Es gibt all diese Risiken, die sie genannt haben. Das stimmt, die gibt es alle. Aber das sind keine, die uns so richtig Angst machen oder um die Zukunft unserer Firmen. Da richten wir uns dann drauf ein, wie schlechtes Wetter. Ja, es wird auch mehr Starkregen geben, apropos. Ja, so. Das ist ja immer so ein Mittel zwischen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Sachen in Kauf nehmen und dass wir uns auch anpassen. Ja, und dass wir, passen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Aber dass wir direkt um die Zukunft unserer Firma fürchten, da die inzwischen auch auf so vielen Feldern ja aktiv ist. Das macht es ja so wie dieser Tisch, ja. Der hat ja nicht nur zwei Beine, Gott sei Dank, sondern eine ganze Reihe. Ja, drei. Das steht dann einfach fester, ja. Das ist auch schon ein Ehrgeiz, den wir haben, dass das einfach fester steht, weil es auf mehr Feldern auch aktiv ist. Ich glaube, das größte Risiko, was ich sehe, ist, dass wir als Typen und als Organisation selber nicht mehr den Anspruch haben, Erfolg zu haben, weiter zu wollen. Das ist ein großes. Wenn man selber nicht mehr, weiß nicht, wenn man erschlafft, ja, das ist einfach grausam. Das größte Risiko, dass man als Organisation nicht will und weiter. Das sehe ich aber nicht als Risiko, ehrlich nicht. Nein, das. Weil wir sind, aber wenn das es können eins alle gäbe, bestätigen, dann wär's die das hier anfangen, die haben erstmal immer, sind die doch überrascht, wie ambitioniert wir sind. Ja, ja. Auch in der Geschwindigkeit. Aber ich will damit nur sagen, es liegt an einem selber. Hm? Es liegt an der Organisation, es liegt am Unternehmen. Und die Herausforderungen, die muss man dann managen. Also ich sehe das größte Risiko, dass wenn wir immer größer werden, dass wir nicht mehr so den gleichen menschlichen Spirit haben, den wir jetzt haben. Das ist meiner Meinung nach das größte Risiko. Ja? Es gibt ja davon Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Wir würden sagen, stay hungry, stay human. Ja? Das ist wichtiger, die Balance zu finden. Habt ihr so
interne Ziele, also jetzt habe ich ja gerade gehört, irgendwie Größenordnung, habt ihr jetzt nicht abgelehnt, die 800 Millionen, die ich geschätzt habe. Also ich wäre jetzt ja nicht total verrückt zu sagen, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr macht man dann die Milliarde Umsatz voll, zum Beispiel. Oder auch vielleicht sogar in 10 Jahren macht man 2 oder keine Ahnung. Ja, das ist nicht total verrückt, aber es ist irrelevant für unser Denken. Vielleicht kann man das mit diesem Human. Wir versuchen zum Beispiel in unserem Unternehmen, dass Sie addieren ja die ganzen Zahlen und dann klingt das alles wie ein großer Laden. Und wir teilen das aber in ganz viele kleine Einheiten. Bei uns hat jedes Unternehmen so zwischen 100 und 150, Kathi ist jetzt ein bisschen anders, das führen wir ja zusammen, also dann darf es auch doppelt so groß sein. Mhm. Und diese ganzen Einheiten werden wiederum geführt durch einen Geschäftsführer. Also, am Ende seid ihr eine Holding. Ja, genau. Und in der genauso. Also Katja, also hier sind wir operativ und dann gibt es die Katja International in der Holding und darunter sind einzelne Unternehmen. Und jedes Unternehmen ist im Grunde ein bisschen wie eine eigene Familie. Das sind immer so 400-500 Mitarbeiter. Und wenn wir sagen, stay hungry, stay human, dann heißt es, wir wollen einfach weiter mit den Menschen in Kontakt sein. Ich war gestern bei Ahoi Brause bei der Betriebsversammlung und habe da mit den Mitarbeitern dann Themen diskutiert. Und das wollen wir auch weiter. Und das ist kein großes Werk. Das sind 60 Leute irgendwo in einem Tal hinter Stuttgart. Ja, aber da sehen Sie, welches Involvement dahinter ist. Und kann man das noch alles so greifen, deren Herausforderung, also deren Internationalisierung ist dann ja auch die Frage, wo gehen die jetzt hin? Also seid ihr da ausreichend nah dran, dass sozusagen Ahoi Brause, es ist ja am Ende fast wie eine Startup-Beteiligung. Also ihr, das ist eine wir führen die jetzt hier bei Katjes mit, sowohl im Vertrieb wie auch im Marketing, dann ist das ein Produktionsstandort. Und da muss man den Menschen einfach Sicherheit geben und die müssen einen auch sehen als Unternehmer und sehen auch, wo die Zukunft hingeht. Und wenn man denen das sagt, und persönlich sagt, ist das was anderes, als wenn man schreit oder eine Videokonferenz macht. Wir glauben, stay human bedeutet from human to human und nicht from Laptop to Laptop. Ja? Aber macht ihr auch Präsenzoffice? Also Leute bei euch? Wir haben kein Homeoffice. Hatten nie eins. Also das heißt 5 Tage die Woche, Leute kommen immer, aber Sie sehen das ja. So ist normal. Das heißt, das sind immer 2er- oder 3er-Teams pro Marke. Ja. Und die haben auch viel Platz und ein angenehmes Umfeld. Wir haben mieten auch hier immer mehr dazu, weil uns das wichtig ist, dass Leute sich wohlfühlen, aber dass sie miteinander direkt kommunizieren. Und deswegen fährt Herr Fassin dann auch zu einer Betriebsversammlung nach Stuttgart. Ja, weil also das macht viel mehr, als wenn er da, ich kenne das von Konzernen, da wird er dann über Videoschirm eingeblendet, ich grüße alle und so. Ja, das ist doch nix. Ja, wir glauben absolut von Mensch zu Mensch. Auch wir fahren auch zu den Kunden gerne hin. Kann ich bestätigen? Ich hatte, glaube ich, mal irgendwann überlegt, die Aufnahme remote zu machen. Ja. Da haben sie gesagt, nein, machen wir nicht. Wenn wir das machen, dann muss der Westermann nach Düsseldorf kommen. Ja. Es hat ein anderes Flair. Wir glauben an. Auch wenn Herr Bachmüller sagt, wir bieten immer Büros hier dazu, was er damit sagen will, ist, das sind alles einzelne Büros. Wir haben hier, viele sagen dann immer, ja, nehmen Sie das doch hier, das ist so ein Großraumbüro, da können Sie alle zusammen sitzen. Das möchten wir nicht. Wir finden das super, wenn jeder in seiner Mannschaft in einem Büro ist, wo man sich wohlfühlt und nicht wie so eine Telefonistin einer neben dem anderen 1,5 Meter Board hat. Aber das heißt auch die Idee der Skaleneffekte, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt hier über die ganzen Zukäufe gewisse Sachen zu skalieren. Machen wir überhaupt nicht. Macht ihr nicht? Wir zentralisieren auch nichts. Okay, das ist noch nicht die mal Frage. Die IT. Okay. Wir glauben nicht an Synergien, sondern wir glauben an Unternehmertum. Ja, wir glauben an Synergien im Markt. Also am Ende seid ihr eigentlich wie ein Investment-Holding mit operativem Geschäft. Ja, aber nicht bei dem Stammgeschäft. Genau. Nee, der Gesamttrend ist ja, wenn man das so liest, nicht mehr im Silicon Valley, die sind schon alle fast wieder zurück in den Zentralen, aber egal. Selbst Zoom habe ich jetzt gelesen, hat Homeoffice abgeschafft, fand ich cool. Wir glauben, dieser Grundtrend ist ja mehr Homeoffice, weniger Reisen und weniger Social Events. Wir machen von allem das Gegenteil. Ja? Wir haben gar kein Homeoffice. Wir ermuntern jeden, so viel zu reisen, zu Kunden, zu Agenturen, zu Importeuren, auch schon ab dem Lowest Grade, ja, und den persönlichen Austausch zu finden. Und wir machen ständig, fast wahrscheinlich geht es manche schon auf Wecker, Social Events. Ja? Ob wir Familienfest machen oder Housewarming hier jetzt nebenan oder Weihnachtsessen und so, wir das volle Programm. Ja? Da sind wir sind fast da extrem. Ja?
Also ja, ich finde das, also vieles, was ich jetzt hier wir heute mögen Menschen, um es mal kurz zu sagen. Und die sich verstecken, da haben wir auch immer das Gefühl, die mögen vielleicht Menschen auch nicht so und so direkten Kontakt und so. Ja? Also sehr beeindruckend. Ich meine, das ist ja, wenn man, sagen wir mal, ein anderer, ein bisschen auch so counterintuitive Ansatz in einigen Sachen, die man jetzt seltener hört. Also ich habe jetzt viele Treffen, wo Leute anders argumentiert haben. Ja, Mainstream. Ja, also sehr erfrischend. Insofern freue ich mich, dass ich hier sein darf, das mal so erleben und hören kann. Erleben muss. Ja, cool. Es bereichert mich. Ich fand es interessant. Also ich habe es jetzt auch, glaube ich, ganz gut verstanden. Also Glückwunsch zum Unternehmen natürlich und vielen Dank, dass ich das hier so, also für die Zeit. Also, habe ich irgendwas noch nicht gefragt, was ich vielleicht hätte fragen sollen, was noch irgendwie Ihnen auf dem Herzen liegt. Mehr können wir nicht bieten. Na gut, alles klar. Dann mache ich mir jetzt hier wieder die große Katjes-Schale her. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.